Herr Weichert, fühlen Sie sich da nicht irgendwie ausgetrickst als Datenschützer, wenn die Daten da einfach so in großem Maße abgeschöpft werden und Sie gucken hier auf die bundesdeutschen Daten? Ich fühle mich im besten Sinn des Wortes und im schlechtesten Sinn des Wortes tatsächlich verarscht. Also was da von den Briten und den US-Amerikanern passiert, einmal jetzt bei Tempora über das Government Communication Headquarter und bei den USA über das PRISM-Programm bei der National Security Agency, geht weit über das hinaus, was nach europäischem und deutschem Datenschutzrecht akzeptabel ist. Und wenn wir versuchen, jetzt hier den Persönlichkeitsschutz in Deutschland auch nur einigermaßen im Griff zu behalten und unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig wir sehen, wie eben lax und völlig ohne jegliche Kontrolle und ohne jene Grenzen eben die Briten und die US-Amerikaner Datenverarbeitung vornehmen, dann kann einem schon das Grausen kommen. Aber ich muss dazu sagen, wir wussten das im Prinzip, dass also nicht nur die Einstellung da ist, sondern dass also auch eben sowohl in Großbritannien als auch in den USA Gesetze bestehen, die dafür eine Legitimation geben können. Die Praxis hat uns dann doch etwas überrascht und hat mich persönlich auch schon schockiert. Nun fallen ja die Briten eigentlich ja auch unter die EU, da gibt es ja auch Richtlinien für den Datenschutz. Das ist genau der Punkt, den wir jetzt weiter prüfen müssen. Das, was also jetzt hier von den Briten gemacht wird, läuft wahrscheinlich über das, was früher das dritte Säule war, also Justiz und Sicherheit oder Inneres und Justiz. Das war bisher nicht vergemeinschaftet, ist aber mit den neuen europäischen Verträgen definitiv auch in den Bereich der Europäischen Union integriert worden. Wir haben seit 2009 ein Grundrecht auf Datenschutz in der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Und insofern müsste es rechtliche Ansatzpunkte geben, jetzt gegen die Kontrolle durch das Government Communication Headquarter auch vorzugehen. Welche Möglichkeiten bestehen, ob das diplomatisch, ob das über die Gremien in der Europäischen Union. Es wird auf jeden Fall auch eine Diskussion unter den Datenschutzbeauftragten in Artikel 29 Gruppe der Europäischen Union geben. Wie das da genau passieren wird, das haben wir noch nicht abschließend diskutiert. Da gibt es auch eine Meinungsbildung im Bereich der Politik. Jan-Philipp Albrecht von Grünen hatte schon vorgeschlagen oder auch schon gefordert, eben jetzt hier eine gerichtliche Überprüfung vorzunehmen. Aber da sind wir noch nicht am Ende. Wir sind aber schon lange nicht am Ende unseres Lateins. Also Sie sind noch nicht am Ende des Lateins. Also was wird denn jetzt geschehen konkret? Also es gibt ja die Anfrage der Bundesregierung gegenüber der britischen Regierung. Es muss dann als nächstes eben eine umfassende Sachverhaltsaufklärung geben. Ich vertraue da weniger jetzt der britischen Regierung als weiteren Dokumenten, die von Snowden wahrscheinlich veröffentlicht werden. Das ist ja das Schöne, dass also Edward Snowden offensichtlich sehr, sehr viele Informationen verfügbar hat, die er dann eben auch der Öffentlichkeit bereitstellt. Dann ist es definitiv notwendig, dass die zuständigen europäischen Gremien sich damit befassen, also Kommission, Rat und Parlament. Wir werden als Datenschützer bei den nächsten europäischen Sitzungen uns auch genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wir haben keine direkte Kontrollkompetenz, sondern die liegt nun definitiv beim Information Officer in Großbritannien. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dort auch Einfluss zu nehmen. Und soweit ich das bisher gehört und mitgekriegt habe, sind diese ganzen Aktivitäten an dem Datenschutzbeauftragten in Großbritannien auch vorbeigelaufen. Also der muss jetzt auch eine Aufklärung vornehmen und muss uns entsprechend informieren. Ja, Sie vertrauen da nicht der britischen Regierung, das würde ich in diesem Falle auf keinen Fall natürlich tun, aber vertrauen Sie denn der deutschen Regierung? Es gibt ja also hier ja auch immer wieder Versuche, Datenschutz aufzuweichen, die Kompetenzen des BND auszuweiten, Fluggastdaten, sage ich als Stichwort. Ist da nicht auch eine gewisse Scheinheiligkeit jetzt mit dem im Aufschreien über die bösen Amerikaner und Briten? Naja,
so laut ist dieser Aufschrei leider gar nicht auch in der Öffentlichkeit hier in Deutschland gewesen. Schon gar nicht in Großbritannien und USA, wo also die Medien und insbesondere die herrschende Politik und die Mehrheit der Bevölkerung hinter diesen Überwachungsmaßnahmen steht, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also jemand, der einen bespitzelt, dem gibt man dann sozusagen dann auch so seine Bestätigung dafür. Aber gut, das ist eine Geschichte. Ich habe kein Vertrauen in die britische Regierung, das ist ganz klar. Inwieweit die deutschen Gremien jetzt da ähnlich vorgehen, das glaube ich nicht. Also einfach, weil die Datenschutzkontrolle hier effektiver ist. Der Bundesnachrichtendienst, das hat der Spiegel ja auch offengelegt, hat die Möglichkeit oder versucht sich auch mehr die Möglichkeit zu nehmen, jetzt Internetverkehr zu überwachen. Die technischen Voraussetzungen sind bei weitem nicht die, die das Government Communication Headquarter in London hat. Das habe ich schon vor Jahren festgestellt, dass also dort eben die Briten wahnsinnig investieren, viel Zeit, viel Geld und insbesondere viel Personal auch eben für die Überwachung vorsehen. Wir wussten noch nicht genau, was die machen. Jetzt wissen wir es. Genau das Gleiche sehen wir bei der NSA in USA. In Deutschland sind wir da, Gott sei Dank, toi toi toi, noch sehr viel an einem geringeren Dimension. Aber es ist auch ganz klar, der Bundesnachrichtendienst hat die Möglichkeit der strategischen Fernmeldeüberwachung. Das ist sogar 1977 vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert worden. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen. Das wird kontrolliert durch die G10-Kommission, die parlamentarischen Kontrollgremien. Also hier müsste im Prinzip als nächstes eben auch dann müssten die zuständigen Gremien aktiv werden, um zu sehen, ob hier nicht auch in Deutschland irgendwo noch Leichen im Keller sind. Soweit Thilo Weichert im Gespräch mit meinem Kollegen Jan Kethmann. Thilo Weichert ist in der Datenschutzbehörde des Bundeslandes Schleswig-Holstein der Vorsitzende, unabhängige Landesdatenbeauftragte, und in Freiburg aus der Vorgeschichte kein Unbekannter. Fokus Europa. Fokus Europa. Beitrag.